Gute Sorimier, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, als allererstes wollte ich mich bei euch alle da draußen bedanken, ne, für eure Unterstützung. So, wir kommen zum heutigen Thema, ne? Wir werden schauen für alle 12 Sternzeichen, ne, das ist hier sehr wichtig. Wir werden uns anschauen, was kann ich an mir verbessern, damit ich mehr Liebe anziehe in meinem Leben, ne? Es sind ja sozusagen Dinge in unserem Unterbewusstsein, ne? Und dieses Mechanismus wird sozusagen eingeschaltet, ne? Und wir merken das gar nicht, ne? Weil wir noch Dinge haben zu bearbeiten, ne? Das ist jetzt nicht ein übliches Video wie anderen Videos, ne? Ich habe das auch geschrieben in der Community, sondern ich möchte wirklich wissen, woran es hapert bei euch, ne? Wie gesagt, das ist eine kollektive Legung, ne? Für dich da draußen. Wenn du dir dieses Video anschaust, bedenke, dass wir ganz viele Menschen sind, ne? Und das muss nicht immer alles wortwörtlich mit dir in Resonanz gehen. Von dem her, hör dir deine Energie, ne? Dein Sternzeichen sozusagen an und hör dir auch dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen, ne? Das hat ja sozusagen auch eine große Rolle, ne? Und deswegen ist es so, dass nicht alles mit dir hundertprozentig in Resonanz gehen kann. Deswegen sage ich ja immer wieder, hört euch auch die anderen Energien an, ne? Das ist sehr wichtig. Okay, wir legen dann los. Ich fange wie gewohnt an bei den Widder. Wie gesagt, ich werde dann immer ein Video hochladen, wenn ich diese Zeit sozusagen auch habe, ne? Also je nachdem, wie die Zeit so mitspielt. Okay. Ich bitte dich, geh einmal tief in dir hinein, visualisiere dich selbst, atme tief ein und atme aus. Super. Diese Blockade haben wir auch gelöst. Das ist wirklich sehr wichtig, dass du immer präsent bist, ne? Bei jeder Legung, dass du immer wieder wirklich dich sozusagen von diesen Gedanken erlöst, ne? Und dann dir auch Zeit nimmst, ne? Für diese Legung und wirklich dann richtig zuhörst, ne? Okay, lass uns starten, ne? Wir haben ein paar Karten vor uns. Wir legen los. Hallo, lieber Waage, schön, dass du hierher gefunden hast. Lass uns gemeinsam schauen, was kann ich an mir verbessern, damit ich mehr Liebe empfange, ne? Damit ich auch die richtige Person sozusagen anziehen kann, ne? Das ist hier eine kollektive Legung, ne, liebe Waage. Bevor du valutierst, hör dir bitte auch deine anderen Energien an. Und dann kannst du ja sehen, ne, was umsetzbar ist. Und vor allem, ne, liebe Waage, du weißt ganz genau, dass ich nicht an Zufälle glaube. Wenn du hierher gefunden hast, dann möchte hier die Energie dir auch etwas mitteilen, ne? Sehr wichtig. So, jetzt schauen wir uns mal deine Situation an, ne? Was blockiert dich in Sache Liebe? Was kannst du an dir verbessern? Ich nehme einmal hier diese Physik-Tarot-Karten. Ich habe nur die großen Arkanen drin gelassen und die Chakrenkarte. So, ich werde jetzt eine picken. Ich brauche nur eine, danke. Intuition. Oh. Aha. Da haben wir die Hohenpriesterin als Blockade. Da haben wir die innere Stimme. Liebe Waage, das ist so, als ob du nicht auf deine innere Stimme hörst. Das ist so, als ob du diese innere Stimme ignorierst, ne? Das ist ja bei dir dieses große Thema, ne? Das Weibliche in dir zu hören, ne? Wir wissen ganz genau, du bist auch vom Venus regiert, ne? Das ist wichtig für dich, ne? Die Liebe ist wirklich ein wichtiges Punkt für den Sternzeichen Waage. Aber diese feminine Seite, diese weibliche Seite ist hier unterlassen. Das ist so, als würde es für dich auch eine Blockade darstellen, ne? Du kannst nicht den anderen deine Gefühle auch manifestieren mit Worten, ne? Ich weiß, das ist jetzt eher so eine Karte, die uns sagt,
Das ist alles in uns drin, ja, das ist ja klar. Das ist alles in dir, aber du kannst das nicht rausnehmen. Das ist für dich so wie eine Art Blockade, ne? Das könnte auch gut sein, dass du diese feminine Seite von dir einfach nicht ausdrücken möchtest, ne? Ja, wie kann ich das sagen? Es ist schwer, diese feminine, diese weibliche, ne, Seite rauszulassen, ne? Du hörst nicht auf deine innere Stimme. Auch wenn sozusagen deine innere Stimme dich warnen möchte, ne? Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Du hast jemand getroffen, ne, liebe Waage, und deine innere Stimme sagt dir, diese Person ist nicht für dich. Aber du hörst nicht auf diese innere Stimme, sondern du bist eher konzentriert auf deinem Verstand. Ne? Das ist ja sozusagen wirklich eine Karte, die uns sagt, höre auf das, was dir innerlich gesagt wird. Ne? Wir sind hier bei der Hohenpriesterin. Diese ganzen Informationen hast du in dir. Hol sie heraus. Ne? Versuche wirklich diese weibliche Seite in dir zu aktivieren. Ne? Und es ist wirklich sehr wichtig, dass du auf deine innere Stimme hörst. Wir haben alle eine innere Stimme. Diese innere Stimme, die auch vom Herzen kommt, wird dich nie reinlegen. Ne? Das ist anders wie der Verstand. Ich sage das immer wieder. Bei uns heißt Verstand Mente. Und bei uns heißt Lügen Mendire. Ne? Ihr wisst ganz genau, im Latein früher, ne, wurde auch sozusagen sehr viele Wörtern genommen, ne? Und diese Wörter waren auch sehr wichtig. Die haben in sich einen, wie sagt man das, so eine Art, sie bedeuten, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig auf Deutsch sagen kann, aber sie haben wirklich eine wahrhaftige Bedeutung. Und wenn wir sagen, Verstand bedeutet bei uns, ne, wie ich jetzt sage auf Italienisch, das könnte auch gut sein, in eine andere Sprache klingt das auch selbst, ne? Das hat an sich auch eine Wahrheit, weil der Verstand kann dich wirklich auch reinlegen, ne? Das ist ja klar, dass du den Verstand auch brauchst, ne? Du bist nicht der Sklave, aber von diesem Verstand, ne? Du darfst es wirklich nicht vergessen, liebe Waage. Das ist ja kein Angriff, das sage ich auch noch mal, ne? Ich möchte dir hier nur behilflich sein. Von dem her, liebe Waage, höre bitte auf deine innere Stimme. Sie wird dich führen. Das ist so, als ob du hier eine Blockade hast, ob du diese innere Stimme nicht wahrnehmen möchtest oder diese innere Stimme auch unterdrückst, ne? Es könnte gut sein, du hörst sie, aber du möchtest nicht, ne? Dass du möchtest diese Stimme nicht wahrhaben. Das könnte ja auch gut sein, weil ich sehe hier, dass du wirklich diese Kapazität hast, ne? Du hast diese Informationen in dir, aber das ist so, als ob du diese Informationen nicht rausholen möchtest, ne? Du möchtest einfach diese Intuition nicht wahrhaben, ne? Manchmal ist es halt so, ne? Man trifft einen Menschen, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das ist völlig egal. Du siehst diese Person und verliebst dich in diese Person und du möchtest nicht, dass es wahr wird, das, was du fühlst, ne? Wenn dein Gefühl sagt, diese Person ist unehrlich, ach nein, ich gebe ihr noch mal eine Chance, ne? Ich sag das auch jetzt zum Beispiel, ich mache dir ein Beispiel, liebe Waage, dass also die Gegenseite ziehen sich immer an, ne? Also mein Mann ist eher rational, ne? Also sehr rational. Und ich bin jetzt eher die wirklich, die auf seine innere Stimme hört. Und ich sehe die Menschen, das ist Empathie, nennt man das, ne? Und sag immer gleich zu meinem Mann, nee, diese Frau oder dieser Mann gefällt mir nicht. Und er sagte, mach Quatsch, gib doch mal dieser Person eine Chance. Ich gebe dieser Person eine Chance. Aber meine innere Stimme sagt mir, dass ich ab Stand haben soll von dieser Person. Irgendetwas stimmt nicht. Und dann nachhinein, also er kann das wirklich bestätigen. Schade, dass er nicht da ist. Ne? Er würde sich auch nicht zeigen, wie gesagt. Aber er sagt das dann immer wieder. Du hattest recht. Diese Person hat sozusagen dann immer etwas gemacht oder hat auch meinen Mann enttäuscht, ne? Das kommt immer drauf an. Also mein Mann ist so ein Typ, bevor er jemand kennenlernt, also ich meine jetzt freundschaftlich oder er irgendetwas abschließt mit jemandem, fragt er mich, ne? Weil einfach er, ich sage nicht, dass er das nicht hat,
Aber er hört nicht auf seine innere Stimme, weil ich sage ihm 100 Mal, ja, was sagt deine innere Stimme? Ja, dass er so und so ist oder sie so und so. Und dann sage ich, ja, wieso hörst du nicht auf deine innere Stimme? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ne? Das ist nur ein Beispiel, ne? Liebe Waage, es gibt halt einfach Personen, die einfach dann, ja, dieses Rationale eher hören, ne? Dein Verstand möchte unbedingt, dass diese Person ehrlich ist, diese Person die richtige ist, ne? Aber irgendwie, ne, innerlich, bei dir sieht man das ja, ne? Du hast diese Hohenpriesterin, du hast diese Feminile aktiviert und diese sagt dir, ne, das ist Empathie, sagt dir, diese Person hat an sich etwas, was nicht gut ist, ne? Und wie gesagt, ich habe wirklich, bei mir hat es ja auch lange gedauert, ne, bis ich mal auf meine innere Stimme gehört habe. Das hatte ich schon, seit ich jung war. Und wie gesagt, ich habe sie immer ignoriert. Ich habe immer wieder auch versucht, auf meinen Verstand zu hören, bis ich dann gegen die Mauer 100 Mal gestoßen bin. Wirklich, ich sage, Menschen kennengelernt und denen auch eine Chance gegeben, die wirklich auch diese Chance eigentlich nicht verdient haben, weil ich das gespürt habe. Aber trotz dessen habe ich das gemacht, ne? Und das ist dein Hauptthema. Höre bitte auf deine innere Stimme. Sehr wichtig, ne, liebe Waage. Jetzt machen wir weiter, weil ich gebe euch wirklich diese Tipps von Herzen, ne? Weil ich bin auch durchgegangen. Wir sind alle durch diese Situation durchgegangen. Aber die innere Stimme wird dich nie täuschen, ne? Das ist der wahre Weg, ne? Jetzt werden wir mit den Energienkarten sehen. Wachstum. Jede Herausforderung macht dich stärker. Wow. Das ist auch die 5, ne? Die 5 sind Veränderungen und die sollten wir akzeptieren, die sollten wir annehmen. Alles, was in deinem Leben eintreten wird oder eingetreten ist, ist keine Bestrafung, sondern eine Herausforderung für deine Seele. Du bekommst hier diesen Wachstum, ne? Das ist dieses Wachstum in diese spirituelle Ebene auch, ne? Jede Situation führt dich sozusagen dahin, wo du hingehen solltest, zu deiner Mansion. Es ist wichtig, dass du ganz genau weißt, dass nichts kommt, um dich zu schaden. Ich weiß, es hört sich zwar richtig hart an, ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Verlust auch erlitten hast, ne? Manchmal ist es ja so, dass man auch diesen Mensch verliert, den man liebt, oder diese Person verlässt einen, ne? Und das tut weh, das tut wirklich weh, ne? Man wird verletzt, aber diese Verletzung lässt dich wachsen. Diese Verletzung hat deine Seele gebraucht, ne? Sehr wichtig. Und daraus musst du wirklich eine Stärke machen, wie die Karte es sagt. Du musst dir nicht vorstellen, dass wenn alles in deinem Leben eintreten wird, alles, was kommt, nur da ist, um dir Schmerzen zuzufügen. Sehe es wirklich anders. Ne? Wir reden hier von der Liebe. Wenn die jetzt, sagen wir mal so, dich hat jemand betrogen oder dein Mann oder deine Partnerin, es kommt immer drauf an, ne? Wer sich jetzt diese Legung anschaut, ist sozusagen nicht ehrlich gewesen. Es war nicht als Bestrafung, es war dafür da, ne, dass es passiert, damit du etwas lernst. Das könnte auch gut sein, was du alles erlebt hast. Liebe Waage, wirst du jetzt auf deine innere Stimme hören müssen, ne? Wir sollten eigentlich, ne, das ist sehr wichtig, was ich auch in diese Seminare auch lerne. Das ist das Einzigste, was uns retten kann. Wir sollten wirklich die Seele manifestieren. Sie ist diejenige, die uns sagen kann, wo es lang geht. Mit dem Ego kommen wir nicht weit. Das Ego brauchen wir auch, aber nur bis eine gewisse Weise. Das hat wirklich seine Grenze, ne, dieses Ego. Und das Ego ist eher das, was uns zurücklässt. Das, was uns leiden lässt, ne? Weil wir immer diese Persönlichkeit vorziehen und nicht das, was wir sind in Wirklichkeit, Seele. Wir sind Seele, Geist und Verstand. Aber das, was gekommen ist hier in dieser Ebene, ist die Seele. Und diese Seele ist sozusagen diejenige, die alles beherrscht, die alles macht. Und wenn die Seele nicht sozusagen befriedigt wird, du nicht tust, was die Seele sagt, wird diese Seele sich nochmal inkarnieren. Du wirst krank,
Du wirst auch diese Ebene verlassen, das ist nun mal so, ne? Und das ist wirklich nicht einfach, liebe Waage. Von dem her, bitte höre auf deine innere Stimme, höre auf diese Mansion, höre auf diese Stimme, die dir sagt, was richtig ist, ne? Du besitzt diese innere Kraft, du besitzt diese innere Stimme. Hol sie heraus, ne? Machen wir weiter mit den Crowley Tarotkarten. Wir werden jetzt wirklich uns mehr Informationen holen, was du an dir verbessern kannst. Also ich habe sehr viel gesprochen, liebe Waage. Du weißt ganz genau, ich mache das von Herzen und ich mache nicht einfach so Legungen. Das mag ich gar nicht. Es muss wirklich etwas einen Grund haben. Es muss auf etwas basierend sein, ne? Nicht einfach so eine Legung machen, weil ich jetzt Bock habe, sondern was kann ich tun, damit ich anderen auch helfe, ne? Das ist sehr wichtig. Siehst du? Siehst du? Du hast hier vier der Kelche. Wow, also bei dem Kuli ist es auch sehr schön gezeigt, ne? Ubigkeit. Ubigkeit, ja, ich hoffe, dass ich das richtig sage. Das ist sehr Üppigkeit. Entschuldigung, das ist so klein geschrieben. Üppigkeit, okay. Ja, das ist wirklich diese Situation. Ich sehe manchmal nicht, was vor meine Augen ist, weil ich nur in dieser Traurigkeit bin. Ne? Ich bin nur in diesem Leiden. Ich versuche immer die Situation wirklich von dieser negativen Seite zu sehen, nicht von dieser positiven Seite. Ich bin sehr enttäuscht, was mir geschehen ist und nehme alles auf mich zu. Wenn, also das ist alles zu persönlich für dich, lieber Wager. Du bist nicht nur die Persönlichkeit, das habe ich schon jetzt dir erklärt. Du bist viel mehr als diese Persönlichkeit. Von dem her, bitte schau, dass du wirklich konstruktiv bist. Und nicht dekonstruktiv, dass du wirklich nur in diesen Leiden bist, dich auch sozusagen beschwerst über das Leben. Das ist nicht das. Du kannst viel mehr erreichen, wenn du wirklich eine konstruktive Sichtweise annimmst, ne? Das ist sehr wichtig. Machen wir mal weiter mit den Tarotkarten. Ich trinke aber, bevor ich noch weitermache. Einfach lecker. Das ist mein Lupinenkaffee. Ich trinke nicht mehr der normale Kaffee, liebe Waage, sondern ich habe das ausgetauscht mit Lupinenkaffee. Ja, ich möchte einfach so gut wie möglich dieses Koffeininhaltiges wirklich weglassen, ne? Und habe mir gedacht, ich probiere mal was ganz Neues. Falls du auch Interesse hast und auch gerne Kaffee trinkst, ich trinke sehr gerne Kaffee. Bei uns ist Kaffee das Allerwichtigste, wo ich herkomme. Das Kaffee muss, glaube ich, so schnell wie möglich am Morgen früh getrunken werden. Und ich wollte einfach eine Alternative haben. Ich mische zwar ein bisschen Kaffee rein, ne, normale Kaffee, aber trotz dessen möchte ich das wirklich reduzieren. So, jetzt machen wir aber weiter, ne? Das ist eine Sache, die wir hier uns wirklich ernst nehmen sollen, ne? Das ist jetzt hier nicht etwas, was uns Spaß macht. Es ist auch hier auch kein Angriff. Was ich dir sage, liebe Waage, nimm es, wie es für dich wirklich hilfreich sein kann, ne? Aber ich sage es dir wirklich von Herzen, das, was rauskommt, ne? Das ist jetzt wirklich kein Angriff. Ich erwähne es wieder. Aber wie gesagt, wenn du hierher gestoßen bist, ne, wenn du dir dieses Video anschaust, dann möchte hier dir die Energie wirklich etwas Wichtiges sagen, ne? Auch wenn es nur ein Wort ist. Okay, mal schauen. Ah. Ah, liebe Waage. Liebe Waage, lässt du, das ist so, als ob du, sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Polemica, tu sei troppo polemica. Ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau, das ist jetzt allgemein. Du machst von der Fliege eine Mücke. Sagen wir mal so, ich sage das dir mal auf Deutsch so, besser kann ich es nicht übersetzen. Du machst von der Fliege, also du machst
Jetzt bin ich ganz. Du machst von einer Mücke einen Elefant. So, jetzt habe ich es richtig. Vorhin habe ich es ganz falsch gesagt. Das ist nicht einfach, ne? Ich denke etwas und möchte das übersetzen. Also, das ist so, als ob du diese Situation wirklich manchmal in die Länge ziehst. Manchmal brauchst du gar nicht so viele Diskussionen zu machen. Manchmal brauchst du gar nicht so viel zu reden um diese Situation. Ne? Das könnte gut sein, dass du eher tendierst, irgendwie in Beziehungen auch Streitigkeiten zu. Also du bist, ich will jetzt nicht sagen streitsüchtig, aber das ist so, als ob du diese Streitigkeiten brauchst. Ne? Acht der Münzen, damit du auch nachher diese Situation irgendwie retten kannst. Ne? Also es könnte gut sein, dass du hier vom Charakter her, 10 der Münzen ist ja auch die Familie. Ne? Es könnte aber auch gut sein, lieber Waage, nimm das mit der Pinzette, dass du jemanden von deiner Familie ähnelst, ne? Oder du versuchst, diese Person ähnlich zu sein. Das ist ja klar. Wir sind nicht nur diese Persönlichkeit, was ich ja vorhin gesagt habe, aber die Persönlichkeit tendiert immer eher nachzumachen, ne? Eher also eine Vaterfigur, eine Mutterfigur sozusagen ähnlich zu sehen. Das ist ja alles, was wir aufnehmen, ne, in unser Unterbewusstsein. Und das könnte gut sein, ne, dass du eher jemanden ähnelst, ne, von deiner Familie. Das könnte auch eine Tante sein. Das könnte hier, wie gesagt, Mutter, Vater sein. Du hast wirklich einen Charakter, der eher nach jemandem kommt. Und diese Person ist an sich auch, diese Person liebt diese Konflikte auch, ne? Also das ist jetzt kein Angriff für dich, ne? Liebe Waage, aber das ist so, als ob du diese Streitigkeiten auch irgendwie brauchst, damit du nachher auch einen Grund hast, ne? Um alles wieder zu reparieren. Ne? Also es ist hier wichtig, ne, bei dieser Legung, dass du wirklich nicht aus dieser Mücke einen Elefant machst. Da musst du wirklich vorsichtig sein, weil das könntest du wirklich an dir verbessern. Schau, dass du nicht immer diese Person gegenüber von dir angreifst, ne? Sondern finde eine friedliche Lösung. Finde eine friedliche. Oh Gott. Katja, was ist heute Morgen los? Finde einfach eine Lösung, die nicht nur dieses Streiten, ne, dieses Diskussion beinhaltet. Finde eine Lösung, die wirklich auch Frieden zwischen euch zwei machen kann. Also eine, ich sag das jetzt mal so, ne, anders fällt es mir jetzt nicht ein. Damit du dieser Person entgegenkommst, liebe Waage. Das ist jetzt wirklich ja kein Angriff. Ich sage jetzt nicht, dass du das absichtlich machst. Ne? Es kann auch gut sein, wie ich ja vorhin gesagt habe, du hast hier einen Charakter von irgendjemandem, ne? Von deiner Familie. Das könnte auch deine Oma sein. Das könnte ja auch ein Opa sein. Das kommt immer darauf an, wer sich dieses Legung anschaut. Und dieses Charakter hast du geerbt auch, ne? Das ist sozusagen in deinem DNA, ne? Und aber du kannst auch anders sein. Du kannst auch eine friedliche Lösung finden. Oh, jetzt habe ich das Wort richtig gesagt. Du kannst wirklich hier eine schöne Lösung finden, anstatt du immer diese Person angreifst oder tendierst, diese Person anzugreifen, ne? Du hast hier zwei Themen, ne? Du hast hier einmal diese Intuition. Höre auf deine Intuition, ne? Nicht alles kommt, um dich zu schaden. Vergiss es nicht. Du bist nicht nur die Persönlichkeit, sondern du hast auch eine Seele. Und diese Seele sagt dir auch, woran es liegt, wo du dich sozusagen verbrennen kannst. Ne? Sie wird dich warnen, auch diese innere Stimme. Ne? Vertraue auf deine innere Stimme. Sehr, sehr wichtig. Und vor allem, ne, hier haben wir gesagt, mit 10 der Münzen, dass du irgendwie einem. Wie gesagt, entweder hast du es dir eingeprägt, ne, in den Jahren, ob das jetzt deine Mutter ist oder dein Vater, oder du hast das auch geerbt.
Du hast irgendetwas von deiner Familie geerbt, wie ich ja vorhin gesagt habe. Das ist in dir, das steckt in deinen DNA, dass du irgendwie Konflikte benutzt, ne? Gerne Konflikte hast in deinem Leben. Das ist so, als ob du auch diese Personen anziehst, ne? Sei dir vorsichtig, ne? Das könnte auch gut sein, wenn du mit deinem Vater oder mit deiner Mutter sozusagen Konflikte hattest, ne? Deine Eltern hatten auch Konflikte, ne? Das gibt es ja auch und wir bekommen als Kinder alles mit. Und das könntest du ja sozusagen in deinem Unterbewusstsein haben. Und das überträgt sich dann später, ne, in deine Liebesbeziehung. Du könntest Menschen anziehen, die immer Konflikte haben, ne? Die auch streitsüchtig sind. Das könnte ja auch gut sein, ne? Auch aggressiv sind. Da muss man ja auch hier wirklich vorsichtig sein mit dieser Energie, weil sie bringt dich ja nicht weit. Aber versuche wirklich Ordnung zu bringen. Das ist sehr wichtig, weil das ist so, als ob du hier diese Konflikte auch benutzt, um Ordnung zu bringen in deinem Leben, ne? Du solltest Ordnung allgemein bringen, ne? Du solltest nicht diese Konflikte benutzen, nicht diese Streitigkeiten. Man muss nicht immer diskutieren, ne? Um dann später auch Friede zu haben, ne? Das ist wirklich nicht einfach bei dir, ne? Liebe Waage, setze bitte nur das um, was du umsetzen kannst, ne? Weil wir sind ja ganz viele Menschen. Also von dem her könnte es gut sein, dass du hier wirklich jemanden ähnlich siehst, ne? Von deiner Verwandte. Das könnte ja Mutter, Vater, auch Oma, Opa sein, ne? Das gibt's ja auch. Du hast es in deinem DNA, wie ich das vorhin gesagt habe. Das kann aber auch gut sein, dass du einfach in deiner Kindheit, ne, in deiner Familie schon Konflikte erlebt hast und du selber jetzt diese Konflikte sozusagen weitergibst, ne, das ist ja in dir und du empfängst ja sozusagen, du ziehst diese Konflikte an, weil du in dir diese Konflikte hast, diese Streitigkeiten. Der Ritter der Schwerter ist auch eine Person, die sehr aggressiv ist, ne? Also es ist hier kein friedlicher Mensch, ne? Okay, liebe Waage, das waren deine Karten. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Tschüss.